möchte dir einmal den Unterschied erklären zwischen einer basischen Ernährung und einer basenüberschüssigen Ernährung. Eine Basenernährung, eine basisch, rein basische Ernährung ist wie eine Kur oder wie eine Diät anzusehen. Das kannst du tun, wenn du eine Diagnose hast, das kannst du tun mal wirklich so als Fastenkur, sozusagen einfach mal wirklich einen Stopp zu setzen. Das kannst du tun, wenn du besonders viel Stress hast. Ja, so für eine Zeit lang. Es ist auf Dauer aber nicht anzuraten, rein basisch zu essen. Denn es gibt gute und schlechte Säurebildner. Und das unterscheiden zu lernen ist wichtig. Die schlechten Säurebilder, kannst du dir schon denken, die sollten wir möglichst ganz weglassen oder vermeiden. Das sind solche Dinge wie Kaffee, Zucker, erhitzte Fette. Ja, gibt so ein paar Sachen einfach, die wirklich nur schlecht sind, die auf der anderen Seite eben nichts Gutes mit sich bringen. Und dann gibt es die guten Säurebildner, pflanzliche Proteine zum Beispiel, alle Eiweiße bestehen aus Aminosäuren. Ja, das gute Omega-3, was überall so gerühmt wird, weil es gesund ist, hat Omega-3-Fettsäuren. Ja, für die Gesundheit unserer Zellen benötigen wir rechtsdrehende Milchsäure. Es gibt ein paar Säuren, die eben für unseren Körper ganz, ganz wichtig sind. Deswegen geht es auch nicht darum, alle Säuren ab heute strikt zu vermeiden, sondern in eine gute Balance zu kommen. Deswegen sagt man Säure-Base-Haushalt. Ja, um es in ein gutes Maß zu bringen. Vielleicht ist es noch ganz gut zu wissen, wenn du von den schlechten Säurebildnern etwas gegessen hast, dann ist es auch nicht auf alle Zeit verloren. Sowas kann man auch ausgleichen. Man kann sowas wunderbar kompensieren, zum Beispiel über die Atmung, über die Haut. Das alles lernst du in meinem Kurs. Wenn du dich fürs Basenglück for free anmeldest, bekommst du irgendwann eine Einladung, ob du beim Basenglück-Kurs dabei sein möchtest. Ja, soweit für heute der Unterschied zwischen einer rein basischen Ernährung und einer basenüberschüssigen Ernährung.